Das ist einfach so verbuggt, ey. Hast du die Werbetafeln da gesehen? Vorne mit den Männern? Nee, ja. Frauen. Eben waren es auch Männer. Ja, ja. Aha. Komm. Auch beide schießen Raketen auf einen. Kann man die Fahrzeuge eigentlich auch analysieren? Nein, ich glaube, hier geht das nicht mit dem Analysieren, oder? Nee. Ich glaube, die Gegner schädigen unser Fahrzeug gar nicht. Das sind immer nur wir, wenn wir zu nah da dran schießen. Das heißt, wir müssen einfach nur vorbeifahren lassen. Jo. Oder wir machen Pre-Aim. Und BAM! Pre-Aim, Alter. Ja, ja. Wie der Geier schon schießt, bevor die um die Ecke sind. Ja, ich hoffe, wir machen das selber kaputter als die Autos. Von hinten, von vorne. Ja. Nö, wir fliegen auch nicht in den Baum rein. Aber vor allem, wie perfekt er einfach die ganze Zeit fliegt, ohne dass irgendwie. Oh nein, nein! Hatte der Polizeipanzer gerade Neonlicht unten dran? Keine Ahnung. Sie brennen und sie brennen und sie sind. Mann, ey! Wir sollen halt nicht kaputt gehen. Wir machen das. Ich würde sagen, jetzt machen wir wieder 10 Millionen mal die gleiche Scheißmission. Brandbeseitigung. Knister nicht rum. Ja. Oleg. Lol, der Polizist, der ballert hier einfach die Leute ab. Der nimmt sich Schrotflint und schießt auf Passanten. Nordberg. Komm rein. Ah, Mann. Warte. So. Wie leise das Auto ist. Ja. E-Auto. Too easy. Weg. Too easy, ist klar. Warst du da, hast du geschossen? Mhm. Nein. War gut, dass ich noch 133 Stelle habe. Ja, das ist natürlich sehr viel. Was ist einfach für ein Schrank ist, ey. I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance to chat. What with you being a science experiment? I wouldn't piss off the big guy. Look, I'm not here to fight. We need to work together. Right. Johnny's dead because of you. Johnny's dead because he thought he could do everything on his own. So what's in it for you? Vor allem, wie er Gitarre spielen kann. Die ganze Zeit mit dem gleichen Griff. You play nice? Und ohne irgendwie die Finger wirklich zu bewegen. Nö, sie interessieren sich auch nicht für Passanten. Mhm. Wir rennen einfach durch, oder? Ich will so eine Karre haben. Guck dir mal die Reifen an.
Ja. Sehen schon nicht schlecht aus. Lol, was das für eine Waffe ist. Boah, mein Headset, als sie die Tür aufgetreten hat. Ah, also, oh. Alter. Wie es einfach geknallt hat, ey. Yes, Commander. Die Leute sind irgendwie ein bisschen OP, glaube ich. Ja, guck mal, der rennt erstmal gegen die Tür, hat der Oleg. Welche Richtung? Oh, fu. Wo sind denn die Gegner? Aha. Alter! Oh. Irgendwer hat den Bass in diesem Spiel eigentlich zu hoch programmiert. Alter, von der Pistole! Ach du Scheiße, das ganze Headset vibriert einfach nur. Sind das nicht ein paar viele? Aber ich will da nicht raus, die hatten so coole Waffen da drin. Ich will so eine Waffe holen. Also das sind eindeutig zu viele von diesen dummen Jets. Guckst du mal bitte auf die Map. Och nö. Aber ich kann jeden Panzer ausschalten. Warte, ich habe auch so ein Ding hier. Warte. Reaper-Drohne. Yo, ich fange erstmal an. Ich gehe mal auf einen Panzer. Welchen nimmst du denn? Ach lol, man braucht zwei Raketen und der ist immer noch da. Dann lassen wir das mal. Okay. Ah, sorry. Ich probiere es mal mit der Rakete. Ja, die Panzer überleben ist einfach, das ist ganz toll. Kriegt das Ding Schaden? Ja. Ist klar. Brenne. Das hat, du hast angeschossen, du Bauer. Das heißt, ich habe jetzt drei von diesen dummen Drohnen gewastet. Nein, die waren eh so teuer. Der Typ hängt wohl schon fest, na egal. Au. Was ist denn bitte los hier? Die schicken ja nicht die ganze Armee nur für uns, oder? Ey, das Game war ja die ganze Zeit schon irgendwie ein bisschen gestört, aber was geht ab, ey? Ja, wie, noch mehr kann man es nicht übertreiben. Ah, du bist tot. Nee, du bist tot. Ach nee. Ach, er ist tot. Der Monk. Alter, wie die Panzer aussehen. Guck mal hier runter, wie der Panzer aussieht. Jo. Oh, Alter. Ich hoffe, das Ding schießt mich. Oh mein Gott. Wo sind meine Raketen? Da bist du. Zeig dich. Hat die jetzt getroffen oder nicht? Ja, aber die... Nein! Also ich finde die Panzer ja hart. Ey, das ist einfach voll übertrieben. Hier oben ist so ein... Oh! Ah, der Affe ist schon wieder tot. Warte. Toll. Ach, der Typ. Deswegen hat das keinen Schaden bekommen, das Ding. Der Typ hier oben kann nicht sterben. Welcher? Der da. Soll ich gehen? Das brenne ich selber, fuck. Oh, jetzt hatte ich ihn gerade im Griff. Hä? Einmal sind wir unten. Ja, ich bin in den Fahrstuhl gegangen.
Dann wird ja immer das ganze Team irgendwie mitgezogen. Aber ich finde meine Waffe cool. Weil die brennt alles weg. Stehen bei dir auch da zwei alte Frauen vor der Tür und gucken einfach nur in die Wand? Ja. Und in dem Raum, der Boden leuchtet einfach so übelst grell. Vorne links steht Polizei. Ja, egal. Schnell rein. Ja, da passen nur zwei Leute rein, verdammt. Ja, dann musst du dir ein neues Auto nehmen. Nimm einfach so ein Panzerding. Ich will hier so ein... Soll ich? Warte. Alles, wo ich gegenfahre, kann auch nicht durchfahren. Ja. Ja, so ein, so ein weißes Ding, hast du das? Ja. Dann fahr das gleich mal in der Garage bei uns. Hier kommen Panzer und, au. The Syndicate doesn't have the pull to organize something on this scale. Look around. I don't think these guys are being picky about which gang they're shooting at. Then who called them in? I'll worry about that when I'm not being shot at. Irgendwie. Fährst du noch? Ja, ja. Dann warte ich vor unserem Hauptquartier, bis du in der Garage drin bist, um das da reinzufahren. Nicht, dass das Fahrzeug verschwindet. Dann fahre ich einfach im Kreis. Oh, meine Karre ist schon voll am Arsch. Mich verfolgt jetzt so ein Panzer. Ja, lol. Vor mir spawnt ein Panzer. Auf einmal schleudert da dieses VTOL rum, wo der Oleg drauf sitzt und ballert den Panzer kaputt. Hörst du auch diesen komischen Alarm? Ja, das sind nur bei mir im Auto. Weiß ich nicht. Die ganze Zeit so eine übelst laute Sirene, ey, das fuckt übelst ab. So, fahr es in die Garage rein unten, ne? Hier, in die Tiefgarage? Jo. So, und dann irgendwie so, dass du das da reinsetzt. Ja, ich komme hier nicht mehr raus, das sind... Was ist denn an hier? Ja, Moment, das Problem lösen wir so. Ja, du solltest das... warum kann ich ja nicht einsteigen? Wie kann ich das denn hier in die Garage hinzufügen? Da stand irgendwas mit E. Muss man nicht einfach da rausgehen jetzt hier aus der Garage? Ach, aber noch was anderes. Auf der Karte gucken. Toll, die nächste Werkstatt ist 10 Kilometer entfernt. Vielleicht ist da ja eine. Gehen wir noch nicht in das Ding rein, ne? Bleib mal mit der hier unten, am besten, dass sie nicht verreckt. Ach, die sitzt bei mir drin. Huch, wir brannten. Fahren denn hier oben noch irgendwo so Dinger rum? Jawohl. Ich bin fast tot. Ich brenne. Nur eben das Ding da rein. In das ja. In die hoffentlich Werkstatt. Jo. Fahrzeugreparatur brauche ich nicht. Ich möchte bitte die Polizei loswerden. Das ist ja keine Polizei. Ja, aber. Ja, aber das, die Polizeistufe steht da ja. Dafür muss man da in das Geschäft rein, dann ist das ja weg. So, ja. Wie wär's, wenn du kommst, dich wiederbelebst?
Oh, Mann, sag das doch. Ja, das, ja, jetzt bist du tot. Das siehst du doch, ja. Ja, schaffe ich nicht. Ja, das sieht man doch voll fett im Bildschirm. Nö. Natürlich, da steht, Dings muss wieder belebt werden. Egal. Dann steig du mal in das Polizeiauto ein, fahr mit der Tante dahin und ich bring so ein Ding in unser Grab. Ja. Was gehört? Wo ist die Alte denn? Die soll mal kommen. Ja, toll, die ist hier nicht. Die ist ja schon drin. Die ist ja nicht drin. Ach, die steigt nur bei mir. Die ist doch in dem Haus. Oh, Alter, ey. Meine Güte. Ich raste hier gleich völlig aus. Ja, dann fahr du mal zu dem Haus, weil ich fahre in eine andere Richtung. Die muss ja bestimmt nicht mit, die muss bestimmt überleben. Toll, jetzt wollte ich mir so ein Ding nehmen, jetzt hat das keine Hinterachse mehr. Ja, ich habe so einen Jeep. Ich fahre damit gerade schon. Okay. Aber ich kann damit halt ballern, während ich fahre. Ey, was ist das denn? Was? Ja, die Typen blockieren mich, deswegen kam ich gerade nicht durch. No. Oh, der fällt einfach so die die Brücke runter. Mal eben. Egal. Wie weit ist es denn noch? Es kann gut sein, dass ich gleich tot bin. Nee. Alter, ich... Ja, die haben meinen Wagen gesprengt. Oh mein Gott. Oh, Alter, das gibt's da nicht, oder? Ich fahr hier gegen alles gegen, weil diese Penner mich blocken. Ja. Also. Hey, Alter. Oh. Wie weit sind diese Scheißdinger denn alle entfernt hier? Okay. Das ist anders, nehmen wir das Ding. Maul. Ja, Mann, fackel mich auch noch an, du. Was? Ja, das gibt's nicht, oder? Langsamer ein. Ach, die Dumme. Tante will jetzt auch unbedingt da rein, oder was? Ja, die kann jetzt schön hinterm Her rennen. Ich will jetzt nur dieses dumme Ding hier. Lass mich hier rein. So, muss ich das erst kaufen? Wieso kann ich das Ding nicht kaufen? Weil wir in der Mission sind. Oder so. Toll. Bist du schon am richtigen Weg? 1600 Meter. Gut. Ich suche gerade ein Auto, wo man fahren kann. Ich hab eins gefunden. Wie schwer wir uns wieder machen, ne? Ja, nur weil wir das Kackding da in der Garage haben wollen. Ja, wahrscheinlich kommt davon eh noch Tausende an. Komm jetzt, steig ein, Frau. Ja, wahrscheinlich kann man das, gar nicht in die Garage tun. Ja doch, aber dafür muss die Werkstatt erstmal einem gehören. Oh. Och, wir brannten noch gar nicht. Ne, der Panzer hält voll drauf, aber wir brennen nicht. Ja. I don't think these guys are being picky about which gang they're shooting at. Then who called them in? I'll worry about that when I'm not being shot at. Also ich bin jetzt fast da. Ja gut. Soll ich reinfahren? Ja. Ja,